Überwachung total. Warum sie auf öffentlichen Plätzen nicht zu lange stillstehen sollten. Agenturen und Detektive, was man für Geld über uns erfahren kann. Und digitale Selbstverteidigung, wie wir uns vor allzu neugierigen Augen schützen können. Hallo Ben Newton, hier in diesem Gebäude hinter mir findet gerade eine Messe über Sicherheits- und Überwachungstechnologien statt. Das wäre ja noch nicht so verwerflich. Etwas seltsam ist, dass die Messe nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Hier sind nur Vertreter aus der Industrie gerne gesehen, nämlich aus der Finanzbranche, aus der Versicherungsindustrie, aus der Rohölindustrie, sogar aus der Waffenindustrie. Was alle diese Branchen miteinander verbindet, ist ihr Bedürfnis nach Sicherheit. Wenn man weiß, dass in Großbritannien rund 4,5 Millionen Überwachungskameras installiert sind, liegt die Vermutung nahe, dass das auch Thema bei dieser Messe sein könnte. Müssen wir uns Sorgen machen? Sicher ist, dass in Österreich mein und Ihr E-Mail-Verkehr oder Telefonate seit dem 1. April überwacht werden. Auch wenn Sie nichts zu verbergen haben, ist nachzuvollziehen und nachvollziehbar, wann und wo, mit wem Sie telefoniert oder ge-E-Mailt haben. Was ist hier in Österreich eigentlich los? Entsteht da eine Art Überwachungssystem gerade? Was wird eigentlich überwacht? Mit welchen technischen Möglichkeiten? Was ist generell möglich und was wird gemacht? Newton hat recherchiert und einen Detektiv auf die Spur geschickt. Sie werden beobachtet. Und zwar immer und überall. Dass unser Held Markus um 17.32 Uhr das Haus verlässt, weiß die private Sicherheitskamera gegenüber. Für die Exekutive ein Kinderspiel, an das Material zu kommen. Markus ist aus dem Kamerabild egal. GPS sei Dank wissen wir, dass er Richtung Bankomat spaziert. Seine Kreditwürdigkeit hat sich Markus' Handyanbieter längst bestätigen lassen, bevor er den Vertrag bekommen hat. Auf zum Einkaufen. Die Kundenkarte im Supermarkt verspricht Rabatte? Naja, dafür lassen wir Ihnen ja auch alle Daten von uns da und die sind schließlich was wert. Dank Bankomatzahlung weiß Markus Supermarkt auch so, dass er angestellt ist und allein wohnt, denn nur Arbeitslose kaufen zu unregelmäßigen Zeiten. Selbstständige auch? Hoffen wir, dass der Computer Ihre Daten richtig zu interpretieren weiß bei Ihrem nächsten Kreditansuchen. Im Wiener Museumsquartier können Sie dank ca. 50 Kameras keinen Meter gehen, ohne überwacht zu werden. Dort sitzt ein Verein, dem das gar nicht gefällt. Wir alle merken nicht, dass wir jetzt rund um die Uhr überwacht werden, weil wir uns auf der Mitte des Trampelpfades bewegen. Solange wir uns normkonform verhalten wie alle anderen, merken wir die Überwachung nicht. Aber wehe, wir reichen einen halben Schritt vom Pfad ab. Seit 18.12 Uhr ist Markus online, also zu Hause. Dass er zuerst 4 Sekunden zögernd über einen Politikartikel gefahren ist, sich seit bereits 4 Minuten dann aber doch der Sportrubrik hingibt, ist Google Analytics nicht entgangen. Die verdienen schließlich Geld mit seinem exakten Profil. Oh, 18.27 Uhr, Silvia ruft an. Das steht in Markus' Vorratsdaten auch noch 6 Monate zum Nachlesen. Dass sie eine Party und keine Demo organisiert, weiß sogar Homeland Security USA. Die lesen 80% aller E-Mails weltweit. Hoffen wir, dass Markus nicht zu viel Hang zu Ironie hat beim Chatten. Denn die konnte unsere Exekutive schon beim Fall Michael R. nicht raushören. Als sie bei ihrer Datenanalyse fälschlicherweise annahmen, ein Mitglied von Anonymous Austria gefunden zu haben. Ich habe schlaftrunken die Tür aufgemacht. Vor der Tür waren 2 Herren, die als Installateure verkleidet waren, die vorgegeben haben, dass es einen Wasserschaden gibt, den sie beheben müssen. Als ich dann einen Schritt rausgemacht habe, haben mich die beiden fixiert. Und circa 15 Sekunden später ist der Cobra in meine Wohnung reingestürmt und hat die Wohnung sozusagen gesichert. Es begann mit diesem Foto, das Michael zugeordnet wurde, aber eine andere Person zeigt. It's the Dude, schrieb ein Freund drunter, blöderweise der Chatname eines Anonymous-Mitglieds. Und was hat das mit Michael zu tun? Nichts. Genau. Was der Fall relativ gut zeigt, ist, mit welchen Mitteln und mit welcher Kombinationsgabe die Beamten vorgehen, wo man Gefahr laufen kann, dass je mehr Daten den Ermittlungsbeamten zur Verfügung stehen, es immer leichter wird, irgendwelche Verdachtsmomente zu konstruieren. Mit dem Ausdruckstapel seiner Facebook-Daten berühmt geworden ist Max Schrems.
In seinem Kampf für Datenschutz hat der Wiener Jus-Student von Facebook eingefordert, was wir uns eigentlich von der Europäischen Datenschutzbehörde erwartet hätten. Es ist interessant zu sehen, dass, wo es früher doch diese Beschränkung vom Staat gegeben hat, relativ stark, dass die seit 9/11 wirklich sehr auspendelt in die Richtung permanente Verschärfung von Gesetzen. Also wenn man sich bei uns zum Beispiel das Sicherheitspolizeigesetz anschaut, das ist ja im Halbjahrestakt novelliert / verschärft worden. Und Dinge, die da unvorstellbar waren vor 10 Jahren, stehen da heute vollkommen logisch drinnen, dass da ohne richterliche Genehmigung jederzeit ein Polizist mein Handy orten kann und solche Dinge. Und da ist das Pendel schon sehr weit ausgeschlagen. Überwachungskameras zeichnen längst nicht nur auf. Sie analysieren auch Daten. Wie uns der aktuelle Dokumentarfilm Low Definition Control Malfunctions von Michael Palm zeigt. Wenn der jetzt auf die Toilette geht, was ist die durchschnittliche Dauer des Toilettenaufenthalts? 3 Minuten, 4 Minuten. Wenn jemand länger als 4 Minuten in der Toilette bleibt und wieder rauskommt, ist es ein Zeichen, dass möglicherweise was nicht stimmt. Also ich setze dem erstmal sozusagen einen roten Reiter drauf. Ne? Da eingebaut sind natürlich Normalitätsfiktionen oder Vorstellungen davon, was ein normales Individuum in einem normalformtypischen Setting zu tun hat. Wenn ich jetzt davon abweiche, laufe ich Gefahr, als möglicherweise unkooperatives Individuum mit identifiziert zu werden. Das heißt, Sie haben sozusagen eine Normierung der Bewegung im öffentlichen Raum, die durch eine hochentwickelte Technologie dazu führt, dass alles, was davon abweicht, zum potenziellen Objekt der Kontrolle wird. Wenn alle sich gleich verhalten, dann geht Vielfalt verloren, gehen Meinungen verloren, dann gehen Ideen verloren. Und dann geht auch Widerstand verloren. Und das ist, glaube ich, gesellschaftlich ganz schlecht. Ich bin mit meinen Kindern die Kärntner Straße hinuntergegangen und habe mit ihnen Verstecken gespielt. Und das heißt, sie sind bei der Mutter geblieben und ich bin vorgegangen und habe mich versteckt. Und das ist eine ganz komische Situation. In der Kärntner Straße, wo so massiv alles verkamerat ist, sich zu verstecken. Weil man plötzlich bemerkt, was für eine ambivalente Handlung das ist. Ambivalent unter Umständen nicht für die Umstehenden, die den Kontext mitbekommen, sondern aus der Sicht der Kamera, die nur ein isoliertes Stück sieht. Dass da ein Erwachsener sich irgendwo in eine Ecke drückt und versucht, möglichst unsichtbar zu sein. Und das macht man dann nicht mehr. Damit hört man einfach auf. Das ist also so eine ganz persönliche Erinnerung, die mir so richtig gezeigt hat, wie diese Normierung funktioniert. Doch auch, wenn wir die Wohnungstür hinter uns schließen. Auch das Internet fordert Konformität. Je mehr wir merken, dass wir überwacht werden, desto mehr beginnen wir natürlich aufzupassen in unserer Kommunikation, was wir wo sagen, was wir in einem Forum schreiben, was wir in einer E-Mail schreiben, mit wem wir kommunizieren. Und wir beginnen damit immer mehr Leute zu erziehen, die das sagen, was sie glauben, dass andere Leute hören möchten. Auch die Lust, bei der nächsten Demo von unserer Rede- und Versammlungsfreiheit Gebrauch zu machen, vergeht uns, wenn man von der Polizei gefilmt und namentlich notiert wird. In Großbritannien wird jeder Bürger durchschnittlich bis zu 300 Mal pro Tag gefilmt. Dabei ist es statistisch gesehen wahrscheinlicher, bei einem Haushalts- oder Verkehrsunfall zu sterben, als bei einem Terroranschlag. Unsere Überwachung durch Vorratsdatenspeicherung finanzieren wir als Steuerzahler in Österreich selbst. Auch etwas bizarr, wenn man bedenkt, dass Datenschutz zu den Grund- und Menschenrechten zählt. Ach, und haben wir schon erwähnt, dass die Unschuldsvermutung aufgehoben wurde? Per se sind wir alle erst einmal verdächtig. Die Unschuldsvermutung ist eine der zentralen Eigenschaften einer modernen Demokratie. Ohne Unschuldsvermutung nennt man etwas nicht demokratisch. Der Präsident des österreichischen Journalistenclubs, Fred Turnheim, sieht seit der Vorratsdatenspeicherung sogar den investigativen Journalismus in Gefahr und warnt: Ab heute eignen sich E-Mails, SMS und MMS oder Postings in sozialen Netzwerken in keinem Fall mehr für Recherchen. Es klingt wie ein Witz, ist aber keiner. Müssen wir in Zukunft wirklich wieder Briefe schreiben und Vier-Augen-Gespräche führen? Dabei ist das Eindringen ins Private und die flächendeckende Kontrolle in seiner Wirkung nicht gerade unumstritten. Zur Wirkung von Videoüberwachung gibt es ja viele Studien, die meisten davon aus England, wo die meiste Überwachung passiert. Und es gibt ein paar Metastudien, die diese Studien sich anschauen. Und eine meiner Meinung nach beste kommt zum Schluss, dass es einfach keinen nachweisbaren positiven Effekt
auf die Kriminalität gibt. Doch warum akzeptieren wir diese Dauerüberwachung so gelassen? Liegt es daran, dass sie uns noch immer nicht bewusst ist? Stellen Sie sich vor, Sie gehen einkaufen und plötzlich beginnt ein Fremder, Sie unablässig zu filmen. Egal, wo Sie hingehen, die Kamera ist Ihnen auf den Fersen. Sie wissen nicht, wer die Daten bekommt und was damit geschieht. Sie flüchten auf die Straße. Die Kamera folgt Ihnen. Erst wenn wir den Kameramann sehen, ist es uns nicht mehr egal. Dabei sind es nicht nur die Überwachungsbilder, die unser Leben beeinflussen, sondern auch die unsichtbare Datensammlung und Benotung, die uns sogenannte Scoring-Agenturen geben. Käufer von Scoring-Daten sind in aller Regel Banken, Versicherungen, aber auch Unternehmen. Wir haben einen Detektiv gefragt, wofür die Daten verwendet werden. Es ist heute Standard, dass beim Abschluss von Telekommunikationsverträgen, Handy, Internet oder bei der Kreditvergabe bei Banken zuvor eine Überprüfung durchgeführt wird, eine Überprüfung der Bonität. Bei einer Mitarbeiterüberprüfung oder einer Überprüfung eines Lebenslaufs, da geht es auch noch um andere Faktoren. Passt er ins Unternehmen? Könnte er potenziell Probleme machen? Ist er kompatibel zur Unternehmenskultur? Wir haben unseren Detektiv auf Markus angesetzt. Nur anhand von Name und Geburtsdatum soll er uns zeigen, welche ungeschützten Daten jedermann über Markus einsehen könnte. Ist es möglich, einen Menschen zu erfassen, ohne ihn persönlich zu kennen? Heute ist es so, dass gerade bei größeren Firmen, wenn ich mich um einen Job bewerbe, man ja nicht direkt die Möglichkeit hat, sich dort vorzusprechen, sondern man wird zu einem Assessment Center eingeladen. Und diese Firmen sind spezialisiert darauf, sich ein Bild über die einzelnen Mitarbeiter oder die einzelnen Kandidaten zu machen. Und da werden alle Informationen, die vorhanden sind, die im Zuge der Überwachung sozusagen jetzt generiert werden, also das ist alle Postings, alle Informationen, die irgendwo vorhanden sind, herangezogen, um einmal den Kandidaten, den Mitarbeiter zu bewerten, um ihn dann vorzuschlagen oder nicht vorzuschlagen. Und was hat unser Detektiv über Markus herausgefunden, der noch dazu viele Namensvettern hat? So viel ist klar, er wohnt in der Gänzgasse. Das ist Ihr einziger Wohnsitz derzeit. Sie haben aber in der letzten Zeit mehrere Wohnsitze gehabt. Sie waren nie irgendwo einmal bei einer Firma beteiligt. Im Vereinsregister sind Sie nicht vermerkt. Es gibt keine Hinweise, dass es Inkassofälle gegeben hat gegen Sie. Laut dem hier, was ich jetzt im ersten Schritt habe, ist Ihre Mutter vermutlich mit Wohnsitz. Sie sind aufgewachsen in einem Gemeindebau bei Ihrer Mutter, scheinbar alleine, also alleinerziehende Mutter. Also ich habe jetzt keinen Vater ausfindig machen können. Sie sind in bodenständigen Verhältnissen aufgewachsen. Sie haben dreimal den Wohnsitz gewechselt, wobei Sie sind da immer in der Gegend geblieben, 18. 19. Bezirk. Das heißt, Sie sind nie weiter weggegangen von dort, wo Sie eigentlich aufgewachsen sind. Ich stelle da auch irgendwie ein gewisses Bedürfnis, lese ich daraus, eigentlich in der Gegend zu bleiben, weil Sie die Gegend kennen. Dann hat der Detektiv aber noch Markus' Lebenslauf bekommen. Dank dieses Lebenslaufs habe ich dann auch Ihr Facebook-Profil gefunden. Und da sind natürlich Dinge, offenbaren Sie natürlich Dinge, Ihr Interesse an Fußball, ja, insbesondere Rapid und Chelsea. Sie spielen Kampfsportsimulationen vorwiegend. Ihre derzeitige Freundin wohnt im 14., die studiert Germanistik. Ich habe sie auch noch hier gefunden, zweimal im Internet, da hat sie sich so Online-Petitionen angeschlossen, Rettet die Lobau und einer anderen Petition für Kinderrechte. Was mir jetzt auch noch mit dem Lebenslauf dann klar geworden ist, ja, Ihr Vater ist gestorben, da waren Sie, glaube ich, erst 2 Jahre alt, also sehr früh verstorben. Hat es irgendwas gegeben, wo Sie sagen, das stimmt überhaupt nicht? Und? Erkennt sich Markus wieder? Das Ergebnis hat mich schon ziemlich erstaunt. Vor allem, wie viel er eigentlich über mich herausgefunden hat. An Fakten, die eigentlich für jeden zugänglich sind. Und er darüber schon ein sehr gutes Profil über mich gemacht hat, wo sich jeder eigentlich eine Vorstellung machen kann darunter. Was für eine Person bin ich? Wo komme ich her vielleicht? Was er natürlich dann für Rückschlüsse gemacht hat, das ist natürlich immer
eine Sache desjenigen, der sie sich ansieht. Wo hat der Detektiv die Daten über Markus gefunden? Sind das geheime Quellen, die eigentlich schwer zugänglich sind? Und wie lange dauert so eine Profilerstellung? Für die Recherche, die ich jetzt durchgeführt habe, hat der Zeitaufwand in etwa 5 Stunden betragen. Die Daten kommen zum einen aus öffentlichen Registern, Handelsregister, Melderegister, Gewerberegister, Insolvenzregister, zum anderen aus privaten Registern, privaten Datenbankanbietern von Scoring-Agenturen. Da ist nicht ganz klar, woher diese Scoring-Agenturen ihre Daten nehmen. Das ist unklar, meistens allerdings von Telekom-Anbietern, von Internet-Anbietern oder von Strom-Anbietern. Man darf nicht vergessen, dass bei Markus' Profil noch gar nicht berücksichtigt wurde, was allein schon Google über ihn weiß. Daten kompakt zu bündeln ist manchmal komfortabel. Sei es das inzwischen mögliche Bezahlen mit unserem Handy dank Nearfield Communication oder die automatische Synchronisation unserer Geräte. Aber nutzen diese Entwicklungen mehr der Industrie oder dem Verbraucher? So wie der bis 2018 in Österreich für alle Haushalte geplante Smart Meter. Ein Stromzähler, der weiß, wann sie wie viel Strom verbrauchen und alle Endgeräte kennt. Das Gerät produziert massiv Elektrosmog, den die WHO 2011 als möglicherweise krebserregend eingestuft hat. Er kann zu Depressionen, Konzentrationsstörungen und Erschöpfung führen. Aus der Ferne kann der Zähler selektiv den Stromverbrauch von Haushalten abdrehen, falls sie einmal ihre Rechnung nicht zahlen oder die Produktion knapp wird. Das klingt alles irgendwie gruselig. Doch welches Ziel steckt hinter der Überwachung und wer eigentlich genau? Wir stellen eine immer größere Parteienverdrossenheit fest. Die Leute sind nicht politikverdrossen, sondern sie sind einfach mit den bestehenden Parteien unzufrieden und organisieren sich jetzt innerhalb ihrer Gruppierungen über das Internet, mit Handys. Sie entwickeln Netzwerke, die abseits der Politik stattfinden. Und mittels Überwachung glaubt jetzt der Staat sozusagen, Herr dieser Bewegungen werden zu können. Ich persönlich würde kein Ziel unterstellen wollen. Es gibt eine sehr große, florierende Industrie, die diese Geräte produziert, die nicht müde wird, die tatsächlich empirisch nicht nachweisbaren positiven Effekte von flächendeckender Videoüberwachung zu postulieren. Und die kommen damit einfach durch. Sicher ist, wir leben im Informationszeitalter. Und Information ist die Währung unserer Zeit. Sie strömt in Echtzeit und global. Wohin sie fließt, erscheint so abstrakt wie die Software, die sie ausliest. Dabei wollen wir keine Schwarz-Weiß-Malerei machen. Sicher gibt es keine totale Antwort auf die totale Überwachung. Die Frage ist, ob der Grundrechte-Eingriff durch den Nutzen der Gefahrenabwehr gerechtfertigt ist und wie private Datensammlung konkret verwendet wird. Wir brauchen Information darüber, was mit unseren Informationen geschieht. Wir brauchen Mitspracherecht. Um was es im Datenschutz geht, ist ja nicht alle Daten irgendwie wegzusperren, sondern um Transparenz und Kontrolle. Das heißt, ich soll wissen, was die Firmen darüber tun und ich als einzelner Nutzer soll kontrollieren können, was mit meinen Daten passiert. Und wenn wir das erreicht haben, ist, glaube ich, die Balance wieder da, dass ich als einzelne Person genug Freiheit habe und genug Macht habe. Und wenn ich die Kontrolle habe, heißt das auch, dass ich mich vollkommen nackt im Internet sozusagen zur Schau stellen kann, wenn ich das will. Aber es soll eben kein anderer für mich tun. Demokratie heißt Mitspracherecht. So regt sich jetzt auch Widerstand gegen die Vorratsdatenspeicherung, über die wir niemals abstimmen konnten. Aber da braut sich noch mehr zusammen. Der neueste Streich aus den USA heißt Cyber Intelligence Sharing and Protect Act. Das Gesetz würde es Facebook, Google und Internetprovidern erlauben, Informationen an US-Geheimdienste weiterzugeben, ohne richterlichen Beschluss oder Information an die Betroffenen. Es gibt jedoch auch Wege, sich unsichtbarer zu machen. Linda, die ihren richtigen Namen und ihre Identität nicht preisgeben möchte, erzählt uns, wie sie das macht. Ich persönlich würde jetzt mehrere Internetbrowser verwenden. Zum Beispiel, wenn ich auf einem Gmail offen habe, dass ich auf einem anderen Browser surfe, damit nicht alles nachvollziehbar ist. Dann auf alle Fälle Cookies löschen, das würde ich noch machen. Ich kann auch über einen Proxy-Server ins Internet gehen und
Wenn ich wirklich ganz auf der sicheren Seite sein möchte, verwende ich ein Tor-Netzwerk, wo dann wirklich kaum noch nachvollziehbar ist oder sehr schwer nachvollziehbar ist, wo ich mich im Internet bewege und wohin ich möchte und vor allem, wer ich bin. Beim Tor-Netzwerk wird die Internetanfrage über verschiedene Server weltweit geleitet, bevor sie zum eigentlichen Ziel kommt. Nur die jeweils letzte Station weiß, woher ich komme. Damit ist es nicht unmöglich, gefunden zu werden, jedoch deutlich schwieriger. Klingt ein bisschen kompliziert? Man kann auch unmittelbar was ändern beim täglichen Surfverhalten. Zum Beispiel Skripte blockieren, die in vielen Webseiten mitlaufen. Diese sammeln Daten über uns und versenden sie an den Betreiber. Blockiert man sie, bekommt die Seite ein völlig neues Erscheinungsbild. Weniger Werbung, andere Nachrichten. In der Seite sind unterschiedliche Elemente drinnen von unterschiedlichen Webseiten, die mich ausspionieren können. Eines der Skripte, die auf fast allen oder auf sehr, sehr vielen Seiten eingebaut ist, ist Google Analytics. Das ist eine Statistik-Software von Google, die versucht, das Userverhalten zu analysieren und kann zum Beispiel auch die Mausbewegung mitbekommen. Das heißt, hier ist Google in der Lage festzustellen, auf welches Element klicke ich, welche Seite habe ich wie lange offen. Und diese Informationen werden von Google analysiert, und zwar über alle Seiten, die ich besuche, in denen Google Analytics drinnen war oder eingebaut ist. Und da die bei so circa 80% aller Seiten drinnen ist, haben die ein ziemlich genaues Bild, welche Seiten ich im Laufe eines Tages so benutze. Und das wird meinem Profil zugeordnet. Um Skripten zu entgehen, kann man sie blockieren. Dafür gibt es sogenannte Add-ons, wie zum Beispiel NoScript. Und wenn Sie auch etwas gegen Videoüberwachung tun wollen, dann gehen Sie auf sadproject.tv. Dort kann jeder weltweit Überwachungskameras eintragen, die er sieht. Denn gegen die Unsichtbarkeit der Kontrolle hilft nur ein Bewusstsein ihrer Gegenwart. Erinnert uns das nicht irgendwie an die Zeit vor der Trennung von Staat und Kirche? Diese Idee steckt ja im Grunde auch schon in der Idee des strafenden Gottes, ja, der alles sieht und alles weiß und, wenn dann die Zeit dafür gekommen ist, uns auch bestrafen wird. Ob wir unser Grundrecht auf Privatsphäre verteidigen oder lieber artig in Reih und Glied schwimmen, liegt an uns. Denn wir haben schließlich die Wahl in einer Demokratie. Oder? Zumindest was die Vorratsdatenspeicherung angeht, können Sie sich schützen und das ist alles nicht illegal. Eine Anleitung dazu finden Sie in der Suchmaschine Ihres Vertrauens. Sicher ist, dass Sie Ihren E-Mail-Verkehr und alles, was Sie im Internet so machen, anonymisieren können. Denn Privatsphäre ist immer noch ein Menschenrecht. Danke fürs Zusehen. Popcorn aus der Tesla-Spule, Bombentypen und andere Detektive. Krabben sind nicht nur zum Essen da. Verwirrung komplett. Österreichs jüngste Forscher gewähren einen Blick in ihr Reich. Newton am kommenden Samstag in ORF 1 um 18.25 Uhr mit Markus Moslechner.